Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Mini-Lego-Haul am heutigen Tag. Und ich werde euch jetzt heute einfach mal ganz kurz zeigen, was ich in den letzten Tagen mir so alles geholt habe. Das ist nämlich einiges. Also, ich fange mal an, das habe ich nämlich schon aufgebaut, das habe ich mir gestern auf einem Flohmarkt gekauft. Das ist dieses Separatist Shuttle mit Figuren und allem drum und dran. Es ist vollständig, alle Teile waren dabei und es war sogar sehr gut verpackt. Also an der Stelle schon mal ein Dankeschön an diejenigen, die mir das verkauft haben. Ja, das war sehr gut, habe mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich mir noch ein paar Lego Einzelteile gekauft. Das waren hier einfach so ein paar Steine, alle in grau, weiß, viele Platten, auch so große Platten, ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann, also so große graue Platten und alles Mögliche, was man so gebrauchen kann, war glaube ich 5,50 für diesen Beutel jetzt, also relativ gut. Dann hatte ich noch ein paar Figuren, die habe ich jetzt aber alle schon irgendwie wegsortiert. Also da waren Darth Vader mit dabei, ein paar Klonkrieger. Das war auch ziemlich gut für eine Figur, 1 Euro, egal was für eine. Also auch ein sehr guter Preis. Und dann war ich heute nochmal bei einem Freund, der seine Sachen verkauft und habe ihm ein bisschen beim Zusammenbauen geholfen. Und dann habe ich ihm direkt noch ein paar Sets abgekauft. Und zwar unter anderem das hier. Ich mache das einmal ganz kurz auf. Das ist sogar schon zusammengebaut. Das ist das Senat Commando Battle Pack oder Senat Commando Battle Pack, wie man es jetzt auch immer nennen möchte. Leider war da die Anleitung nicht mehr mit dabei, aber wir haben es einmal kurz aufgebaut mit Internetanleitung. Und dazu dann halt noch die entsprechenden Klonkrieger oder so Senatskommandos und halt noch einen weißen Klon, den er noch aus einem Adventskalender hatte. Also das hat sich auf jeden Fall auch schon mal ziemlich gelohnt. Das stelle ich schon mal mit nach hier drüben. So. Dann das hier, das ist leider noch nicht zusammengebaut, das ist das Utapau Trooper Battle Pack. Das werde ich gleich nochmal zusammenbauen, aber da sind auf jeden Fall die ganzen Cody Trooper hier mit dabei, also die 212 Trooper. Und die kann man natürlich auch ziemlich gut gebrauchen, gerade auch in dem Mock, den ich jetzt gerade noch aufbaue, der bald demnächst auch fertig ist und den ihr dann auch nochmal sehen werdet. Dann das hier. Kennen die meisten von euch, die Lego ein bisschen sich damit auskennen wahrscheinlich, das ist dieses Microfighter Gunship, wo der Klonpilot mit dabei ist. Also hauptsächlich habe ich mir das wegen dem Klonpiloten gekauft. Genau. Und da habe ich hier noch das hier, das Geonosis Trooper Battle Pack. Das ist einfach wegen den die Geonosis Trooper, die kamen zwar so nie vor, aber die sind einfach nice und damit kann man glaube ich auch ganz gut eine Schlacht machen, entweder auf Geonosis oder auch auf Ryloth, weil dafür passen die glaube ich auch ganz gut. Also da könnte man auf jeden Fall auch nochmal ganz gut was mitmachen. Und zu guter Letzt, das, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe, oder worüber ich mich am allermeisten gefreut habe, weil ich dieses Set schon ewig lange haben will und es sonst sehr schwierig zu bekommen ist, das ist das hier. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt ganz sehen. Ich mache mal die Kamera kurz ein bisschen nach oben. Das ist das Coruscant Police Gunship. Und zwar ist es einerseits nice, weil es einfach ein cooles Set ist und ein cooles Raumschiff. Und andererseits, weil in diesem Set, wegen den Figuren vor allem, weil da sind zwei Shock Trooper dabei, die sau selten sind und die es nur in diesem Set drin gab. Und Ahsoka, die hier, ist auch noch mit dabei, die aus Clone Wars mit den zwei Laserschwertern. Die gab es, glaube ich, auch nur in zwei Sets. Also auch eine relativ seltene Figur. Genau, und dann würde ich sagen, baue ich das Ganze jetzt mal zusammen, was noch nicht zusammengebaut ist. Also vielleicht seht ihr einfach eine kurze Timelapse davon. Also bis gleich. Also, ich habe das hier jetzt schon mal fertig gebaut. Es sieht jetzt so aus. Also ich denke mal, das ist gut. Das Raumschiff wird man später einfach auseinanderbauen und dann werde ich die Teile dafür irgendwo anders verwenden. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz nice Set. Jetzt machen wir weiter mit dem Utapau Trooper Battle Pack. So, also dieser Utapau Trooper Battle Pack ist jetzt auch zusammengebaut. Einmal hier dieser Tri-Droid oder wie der heißt und dann nochmal hier die 212 Trooper, also die Airborne Trooper und die normalen 212 Trooper. Dann machen wir jetzt mit diesem Geonosis Trooper Battle Pack weiter.
So, jetzt habe ich auch diesen Geonosis Trooper Battle Pack zusammengebaut. Einmal diesen Walker hier. Und dann halt noch die ganzen Figuren. Einmal wieder die Camouflage, Airborns und dann nochmal diese ganz normalen Geonosis Trooper. Und dann fehlt jetzt nur noch das Police Gunship. Ich habe jetzt auch das Gunship endlich fertig bekommen. Es ist jetzt auch schon ein bisschen dunkler geworden. Es hat tatsächlich etwas länger gedauert. Und genau, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal genauer vorstellen. Ich werde einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf hier die ganzen Funktionen zeigen. Also hier kann man aufmachen, kann man dann irgendwie Truppen reinstellen. Dann hat man hier hinten noch immer so eine Luke, die man auch noch irgendwie aufmachen kann. So, da kann man auch noch Waffen oder sowas drin lagern. Und das Cockpit hier vorne kann man hochmachen und dann seine Piloten da reinsetzen. Und genau, die Dinger lassen sich hier irgendwie noch so bewegen. Das hier lässt die auch bewegen. Die hier kann man auch so aufklappen. Also im Großen und Ganzen echt ein sehr nice Set. Bin ich glücklich, dass ich es jetzt endlich habe. Und die Figuren natürlich auch. Also ich kann sie nur mal kurz hier... ist jetzt echt schlecht mit der Belichtung, aber die Coruscant Guards sind halt einfach richtig nice Figuren. Gut Leute, dann würde ich sagen... war es das für das heutige kurze Haul bzw. Speedbuild-Video. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich dann mit dem fertigen Mock. Bis dann und tschüss.